Hallo, willkommen zu meinem nächsten Tutorial über Akkorde, vor allem wie man Akkorde in einer Band spielt. Wir hatten ja jetzt in den letzten Tutorials uns über Dreiklänge unterhalten und deren Umkehrung. Heute werde ich erklären, was Sus-Akkorde sind und wir werden uns Vierklänge angucken. Also Sus-Akkorde, das wäre ja der C-Dur-Dreiklang und wir ersetzen hier die Terz, den dritten Ton, durch den vierten, Sus-4. Also wir haben keine Terz mehr in diesen Sus-Akkorden, sondern nur die 4. Das klingt dann so. Oder es gibt noch Sus-2-Akkorde. Da ersetzen wir den dritten Ton durch den zweiten Ton. Der klingt dann so. Das sind immer noch Dreiklänge, aber halt ohne Terz, sondern entweder mit dem vierten Suspended 4 oder mit dem zweiten Ton Suspended 2. Okay, auch die kann man natürlich umkehren und andersherum spielen. Als zweites beschäftigen wir uns heute mal mit Vierklängen. Das heißt, wir fügen zu diesem C-Dur-Dreiklang in gleicher Art oben noch einen vierten Ton dazu. Das klingt dann so. Das ist ein C-Dur-Major-7-Akkord. Das ist eine große Septim vom C bis zum H. Die kleine Septim wäre hier. Das wäre dann ein C-Dur-7-Akkord. Aber wir haben ja nur weiße Tasten in C-Dur in der Tonart. Also müssen wir den hier nehmen. Das ist also ein C Major 7 Akkord. Den können wir auch wieder umkehren, haben allerdings eine Umkehrung mehr, also das ist die Grundstellung. Wenn wir den untersten Ton nach oben nehmen, haben wir die erste Umkehrung, nochmal einen nach oben, zweite Umkehrung und jetzt gibt es noch eine dritte Umkehrung, weil wir einen Ton mehr haben. Und wenn wir nochmal rumdrehen, sind wir wieder bei der Grundstellung, eine Oktav höher, wie gehabt. Jetzt gehen wir mal die Akkorde in C-Dur durch, die vier Klänge mit weißen Tasten, die so aufgebaut sind. Also C-Dur, Major 7, D-Moll 7. Das hier oben ist die 7 von D, das wäre die Major 7, die große Septim. Der klingt anders. Also D-Moll 7, noch eins höher, E-Moll 7, F, Major 7, große Septim. G-Dur 7, hier haben wir die kleine Septim und der fünfte Akkord in jeder Tonart ist auch der einzige Dur-Akkord in dieser Tonart, der eine kleine Septim hat. Dann A-Moll 7 und als letztes den H vermindert 7. Das stimmt aber nicht ganz, weil wirklich vermindert wäre auch hier oben eine kleine Terz, also nur kleine Terzen. Das wäre der voll verminderte Akkord. Da wir aber hier oben die 7 haben, weiße Taste, C-Dur, müssen wir ihn anders nennen. Das ist also H-Moll. Das wäre H-Moll, B-5. Wir reduzieren die 5. 7. Also H-Moll 7, B-5 heißt der dann. Einfach zu greifen, schwer zu schreiben. Okay, das sind unsere 7 Akkorde als 4 Klänge in C-Dur. Und mit diesen Sus-Akkorden und den 4 Klängen kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Song vom ersten Tutorial, die Basics, wie spiele ich Keyboard in einer Band. Da hatten wir den Song von Billie Eilish. Das erste war ein E-Sus-2-Akkord. Der geht eigentlich so, also E-Sus-2. Die Terz ist durch den zweiten Ton ersetzt. Wir drehen den rum, nehmen das H nach unten und spielen den Grundton links. Dann haben wir als zweites einen C-Major-7-Akkord. Den drehen wir rum und lassen den Grundton weg. Den spielen wir nur in der linken Hand. Das ist sehr gebräuchlich, wenn wir mit zwei Händen Akkorde spielen, dass wir gar nicht alle vier Töne in der rechten Hand spielen von diesem Akkord, sondern wenn wir in der linken Hand auch noch Töne spielen oder einen Ton, meistens ist es ja der Grundton, dann lassen wir diesen Grundton in der rechten Hand weg. Also in der Umkehrung oder Grundstellung, wo auch immer. Wir spielen dann nur drei Töne und den vierten Ton, meistens den Grundton, in der linken Hand. Das haben wir hier, also das wäre C Major 7, Grundton hier und hier in der rechten Hand lassen wir das C weg. Und dann drehen wir das Ganze rum und haben dann für den Song das. Das nennt man dann ein Voicing, also eine spezielle Art, einen Akkord zu spielen. Und als letztes
bei dem Billie Eilish Song No Time to Die hatten wir ein A-Dur. Da spiele ich in der linken Hand den Grundton und die Quinte und in der rechten Hand den vollen Dreiklang. Also nochmal, wir fangen an. E sus 2, C major 7, A-Dur. Jetzt kann man mit diesen vier Klängen natürlich auch schöne Akkordfolgen spielen. Vor allem, wenn es um Jazz geht, wobei da meistens ja noch ein paar Töne mehr dabei sind. Aber wir bleiben einfach mal bei weißen Tasten und C-Dur mit den Akkorden. Eine sehr gebräuchliche Akkordfolge ist die 2-5-1, also in C-Dur der zweite Akkord, also D-Moll, der fünfte Akkord, G-Dur und der erste Akkord C-Dur. Und das als vier Klänge wäre dann so, D-Moll 7, G-Dur 7, C-Major 7. Jetzt ist das G-Dur ziemlich weit weg, also drehen wir es rum. Wir spielen es nicht so, sondern nehmen die beiden Töne nach unten. Und dann klingt das so. Diese Akkordfolge, die könnt ihr eigentlich stundenlang in einer Hotelbar spielen, wenn ihr da als Pianist einen Job habt. Die klingen nämlich genauso, wie die Leute das da gerne hören würden. Ich nenne das immer Fahrstuhlmusik, ein bisschen fortgeschritten mit vier Klängen. Das kann man dann so spielen. Das wäre eine ganz typische Akkordreihenfolge im Jazz, die 2-5-1-Verbindung. Wenn man sich mit Jazz beschäftigt, kann man die mal in allen Tonarten üben und versuchen, da zurecht zu improvisieren. Das braucht man tatsächlich ständig. Ja, und selbst Bach hat diese Akkordfolge schon verwendet. Also zum Beispiel im Präludium in C-Dur finden wir auch diese 2-5-1-Verbindung schon. Also Bach war ja dann doch wohl ein alter Jatzer. Da finden wir tatsächlich, wenn wir diese gebrochenen Akkorde zusammenfügen, ein D-Moll 7 oder mehrere D-Moll 7, G7, C, Major 7 Akkorde in diesem Präludium. Fantastisch. Okay, ich hoffe, es hat wieder geholfen. Ein Stück weiter mit den Akkorden und wie wir es in der Band spielen. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich das in der Band mache. Wir hatten letzte Woche einen Garten Live Unplugged Stream. Da habe ich mit einer Coverband einen Livestream aufgenommen. Wir haben nur Unplugged gespielt, das heißt, ich hatte keine Synthesizer, keine Sounds dabei. Ich habe nur dieses Klavier mit ein paar Sounds, also Orgel, Klavier, E-Piano. Und ich werde euch da ein paar Beispiele von zeigen, wie man dort Akkorde spielen kann. Alles klar, bis zum nächsten Tutorial. Bye, bye.